herzlich willkommen in meinem Chaos. Ich bin jetzt wieder umgezogen, wieder an den Ort, wo ich sonst immer die Videos filme oder gefilmt habe bisher. Letztes Mal war ich ja an die andere Wand gegangen, weil ich diesem Chaos so ein bisschen aus dem Weg gehen wollte, bis ich eine neue Lösung gefunden habe. Und ich merke, dass ich es immer weiter aufschiebe und immer mehr und immer mehr. Und ich hatte schon auch länger die Idee, dieses Video hier zu machen, also aus diesem ganzen Umräumen, Aussortieren, Aufräumen, einfach ein Video zu machen. Aber auch dieses Video habe ich immer weiter vom hergeschoben. Und jetzt vor kurzem habe ich zum ersten Mal das Buch von Marie Kondo. Und jetzt vor kurzem habe ich zum ersten Mal das Buch von Marie Kondo, Magic Cleaning, mir angehört als Hörbuch. Und jetzt vor kurzem habe ich gerade das Buch von Marie Kondo, Magic Cleaning, was ich schon ewig mal lesen wollte, mir als Hörbuch angehört. Und habe das jetzt als Anlass genommen, endlich mal die Sache anzupacken, weil mich dieses Buch ziemlich flasht. Ich fühle mich so oft ertappt in diesem Buch, und wenn du dieses Buch kennst und mich gut nachvollziehen kannst, dann schreib doch gerne mal in die Kommentare, wie es dir damit so ging, ob du es auch schon umgesetzt hast, ob du es auch vor dir herschiebst oder ob du auch sogar vor dir herschiebst, mal in dieses Buch reinzuschauen. Ja, Kunst und Kreativität und so kreative Menschen wie mich auch verbindet man ja eh immer mit einem Chaos, und ich denke, wenn du auch ähnlich gestrickt bist, dann kennst du auch dieses Chaos, und es gibt ja auch diesen Begriff kreatives Chaos, aber ich habe mittlerweile gemerkt, dass je unordentlicher mein Arbeitsort ist, mein Atelierplatz ist, desto unkreativer bin ich eigentlich. Also desto weniger habe ich Lust, mich an den Schreibtisch zu setzen und zu malen oder irgendwas künstlerisch zu machen oder auch sogar Videos aufzunehmen. Es wird immer, immer weniger die Energie, die Lust, die Inspiration. Und ich habe sogar schon mal einen Blogartikel zu dem Thema geschrieben. Also so, ich glaube, es waren 10 Tipps für deinen Atelierplatz oder für deinen Ort, wo du kreativ bist. 10 Sachen, die dich einladen, immer wieder an diesen Ort zu gehen und dort auch was zu machen. Vor allen Dingen, wenn du immer wieder Ausreden hast und sagst, dass du nicht dazu kommst. Jetzt bin ich mittlerweile selber mega in dieser Situation. Also gerade, weil ich ja auch vor einem halben Jahr jetzt fast Mama geworden bin. Seitdem habe ich fast nichts gemacht. Aber das liegt auch tatsächlich sehr daran, dass ich diese Tipps zu einem Großteil auch selber gar nicht umsetze, weil einfach gerade auch gar nicht der Platz dafür ist. Also ihr seht es ja selber, es ist hier gerade nicht schön, und das will ich jetzt unbedingt ändern. Und wenn es dann aufgeräumt und aussortiert ist, dann werde ich meine Tipps auch selber wieder umsetzen, weil dann habe ich auch den Platz, mir diesen Platz hier richtig einzurichten, einladend einzurichten. Wie im Restaurant, ein gedeckter Tisch sozusagen. Man hört wahrscheinlich immer im Hintergrund so Küsschengeräusche. Entschuldigung. Ja, mein Mann passt gerade auf unseren Sohn auf, und da braucht schon ein paar kleine Küsschen. Aber jetzt will ich mal loslegen. Eine wichtige Sache bei Marie Kondo ist, man fängt mit dem Aussortieren an. Alles, was man nicht braucht, kommt weg. Und auch generell die Sachen, die man denkt, dass man sie brauchen könnte, aber seit Ewigkeiten nicht benutzt, kommen auch weg. Und man soll da ganz, ganz, ganz konsequent sein. Und vor allen Dingen soll man gucken, was einem Freude bringt. Man soll jeden Gegenstand in die Hand nehmen und so ein bisschen so tun, als wäre er lebendig, als wäre er, ja, also Marie Kondo spricht von Gegenständen, als wären es ihre Freunde. Genau, und man soll gucken, ob sie einem Freude bringen oder nicht. Und wenn sie einem keine Freude bringt, dann soll man sie sofort wegschmeißen. Und damit starte ich jetzt einmal. Und dazu kommen auch so Sachen wie Unterlagen und so Papierkram komplett weg. Es sei denn, es ist aufzubewahren. Das sind die drei Dinge. Es ist aufzubewahren, es ist noch nicht erledigt oder es wird häufig gebraucht, und es aufzubewahren. Und genau, das erste ist, es wird nie gebraucht, aber es trotzdem aufzubewahren. Das sind die drei Stapel, die ich dann machen würde. Und wer Marie Kondo und Magic Cleaning nicht kennt, Marie Kondo hat die KonMari-Methode sich ausgedacht, auszusortieren, auszumisten, aufzuräumen, Ordnung zu schaffen im Zuhause. Sie hat eine Methode, wie man seine Papiere ordnen kann, wie man den Kleiderschrank ordnen kann, wie man die Küche ordnet, wie man das Badezimmer ordnet. Alles, eigentlich alles. Also sie hat sogar ein Kapitel in dem Buch zu dem Thema, was man oder wie man mit dem Kabelsalat umgeht, den viele im Haus rumliegen haben, wie man mit dem Kleingeld umgeht, was überall rumfliegt. Also ich habe mich wirklich sehr oft ertappt gefühlt, und es kam immer wieder noch ein Kapitel, wo ich dachte, oh Gott, jetzt, das berücksichtigt sie auch, war sie bei mir zu Hause, woher weiß sie das? Und genau, und deswegen ist das Buch einfach großartig, und das kann ich allen Chaos Queens unter euch oder Chaos Kings unter euch
absolut empfehlen. Es macht wirklich, wirklich Sinn, sich mit diesem Buch zu beschäftigen. Und ich versuche jetzt einfach mal, mich nicht weiter zu drücken, indem ich noch länger rede, sondern einfach mit euch mal in das Chaos hinein zu starten. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieses Videos einen schönen Platz hier haben, wo ich auch wieder gerne Videos drehe. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, du nimmst ein bisschen für dich was mit. Das nehme ich immer, um meine Videos zu schneiden. Die habe ich verloren, deswegen haben so lange keine Schuhe. Das kann man als Thumbnail nehmen. Machen wir da so ein Still von. Das ist die alte, wie ich vor kurzem erfahren habe, Geflügelschere von meiner Oma. Jetzt muss ich rausfinden, ob sie Joy... Nee, sie macht keinen Joy. Macht keinen Joy? Das ist die alte Geflügelschere von meiner Oma und die schneidet nicht mehr gut. Ja. Vielleicht muss ich nicht alles wegschmeißen, was kein Joy Sparkle. Sondern vielleicht kann ich auch, weil doch, also weil ich kann ja, doch, ich habe damit schon sehr schöne Collagen gemacht mit diesem Thema. Ich habe so viele verklebte, kaputte Pinsel. Es ist wirklich peinlich. Es ist so peinlich. Es ist einfach, weil, ja, ich glaube, ich muss einfach dazu stehen, dass ich ein fauler Mensch bin. Hatte ich mir mal vorgenommen, regelmäßig so kleine 5-Minuten-Bilder zu malen, dass ich zum Malen komme, trotz Baby. Ja. Ach, ja, das werde ich jetzt mal wieder ein bisschen machen. Ich glaube, ich brauche einen Müllbeutel. Tja. Der habe ich immer gedacht, der muss einen ideellen Wert ja haben, weil damit habe ich ja in der Schule geschrieben. Der ist ja schon so alt und den, ja. Aber ehrlich gesagt, erinnert er mich tatsächlich an Schule und ehrlich gesagt, ist es keine schöne Erinnerung. Warum will ich denn mich an Schule erinnern? Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber es kamen so wenig Kommentare zu dem neu versuchten Format, zu dem Impulscafé. Ich habe ja das hier als Impuls letztes Mal reingegeben und weil das nicht wirklich bei euch Impulse ausgelöst hat, dieses hübsche, wunderschöne Teil, kommt es jetzt auch weg. Und damit ist offiziell das Format auch erstmal eingestampft. Es ist einfach noch nicht an der Zeit gewesen. Das war Farbe, die ich nochmal benutzen wollte und deswegen habe ich die abgedeckt. Klappt tatsächlich, also mit so einem Müllbeutel und einer Frischhaltefolie kann man Acrylfarbe bis zu 3-4 Tagen so trocken halten, aber es ist bestimmt jetzt 3-4 Monate alt. Ja. Ihr habt das Video gesehen, in dem ich mit diesem Klebeband gescheitert bin, weil es einfach zu alt ist. Ich habe es einfach trotzdem behalten. Krass.
ihr Lieben, es ist ein Tag vergangen. Es ist gestern irgendwann etwas dunkel geworden, deswegen habe ich das Ganze auf heute verschoben. Ich bin jetzt bei der schwierigsten Stelle angekommen, eines jeden Atelierplatzes wahrscheinlich. Und das sind alte Bilder. Bilder, an denen ich im Entstehungsmoment hing, die irgendwas mit mir gemacht haben, die mir in dem Moment wichtig waren. Aber nicht wichtig genug, um an der Wand zu landen. Die waren dann bei mir einfach unter den Schreibtisch. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich nur das. Aber irgendwie sind die bei mir dann immer aus den Augen, aus dem Sinn und irgendwie tut's mir, dachte ich immer, auch gut, dass sie noch da sind, weil ich sag dann, ja, ich guck mit die irgendwann nochmal durch und gehe dann vielleicht nochmal rein ins Bild oder ich benutze die irgendwann nochmal, um Weihnachtskarten zu machen oder so. Das mache ich tatsächlich auch ab und zu oder Geburtstagskarten, aber letztendlich die meisten Bilder, die gehe ich stark von aus, vergammeln da einfach und an manche werde ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr erinnern können. Ich bin ganz gespannt. Wir gehen die Bilder jetzt mal gemeinsam durch. Und ich versuche mit euch gemeinsam ein bisschen ein System zu entwickeln, wie man sowas aussortieren kann und wie ich sowas jetzt ein bisschen ordentlicher weglegen kann. So. Ein Bild von einer alten Aktion gemeinsam mit Kunsttherapeuten zum ersten Lockdown. So, das kann weg. Das Bild ist ein Bild, was tatsächlich sich an der Wand gut machen könnte. Das Bild habe ich seit meinem Studium, das kann weg. Das Bild hat mein Mann mal gemalt. Das finde ich sehr schön. Ich finde, das sollten wir mal aufhängen. Das Bild ist so ein typisches Bild, wo ich dran hänge. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das entstanden ist. Ich kann es mir nicht mehr an der Wand vorstellen, aber ich werde das in mein Skizzenbuch kleben. Das ist von der Sommersonnenwende zur Wintersonnenwende, wann die Tage kürzer werden und länger. Wenn es der längste Tag, wann der kürzeste Tag ist, das hat mal ein ehemaliger Chef von mir gemacht, mein Mentor in einer kunsttherapeutischen Weiterbildung. Das würde ich gerne wieder aufhängen. Das weiß ich gar nicht, das ist irgendwann mal ganz spontan entstanden. Ganz, ganz spontan. Ich kann mich auch gar nicht mehr an den Entstehungsprozess erinnern, aber ich erinnere mich an viele Male, wie ich dieses Bild in der Hand hatte und irgendwie bringe ich es nicht übers Herz, es wegzuwerfen, weil ich das sehr mag. Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, wo es gerne auch mal an die Wand darf. Genau wie dieses Bild. Das Bild kann weg. Das Bild kann auch weg. Das Bild kann auch weg. Also da hänge ich dran. Ich kann mich noch... Nee, hänge ich nicht. Ich hänge da nicht dran. Manchmal denkt man es auch einfach. So, ich weiß jetzt nicht mehr, wann und wie es entstanden ist. In irgendeinem Art-Soul-Club, glaube ich. Das Bild weiß ich noch sehr. Daraus habe ich mal einen Post gemacht zum Thema Wutbewältigung, Stressbewältigung, Momente, in denen man überfordert ist mit einem Bild und am liebsten einfach nur das Bild nur noch zerreißen will oder überhaupt generell Momente, in denen man wütend ist und ja, wie Kreativität ein Ventil für diese Wut sein kann und wie die Wut dadurch dann auch transformiert wird, weil nach diesem Bild war ich echt glücklich und es ging mir sehr gut und ich mag dieses Bild sehr gerne und ich finde es davon jemand. Das Bild mag ich voll gerne, ich finde das total witzig. Daraus habe ich auch mal einen Post gemacht auf Instagram. Das ist dieses Klischee, dieses Ottersberg-Klischee, wo ich studiert habe. Schöne Erinnerungen. Es darf ins Skizzenbuch. Das Bild kann weg. Das Bild habe ich mir mal vorgenommen, da nochmal was reinzumalen, dass da nochmal was drin erschienen hat. Und ich glaube, das wird's auch. Ich glaube, ich bin gerade sehr dankbar, dass ich die Bilder nochmal durchgehe, weil ich habe mega Lust, aus dem Bild noch was zu machen. Also mache ich hier nochmal einen vierten Stapel, wenn hier Platz ist, für die Bilder, wo ich tatsächlich mir in den nächsten Wochen vornehme, nochmal reinzumalen. Wenn ich es nicht tue, werde ich es wegtun. Das Bild hat ganz viel mit dem Beginn meiner Selbstständigkeit zu tun. Das war die Zeit, wo ich alles geplant habe, wo ich mein Konzept geschrieben habe, wo ich mir überlegt habe, was ich wie für wen machen möchte. Da ist dieser Vogel entstanden, ganz intuitiv. Da steht auch drauf, ich möchte einen Ort der Kreativität, der Freude und des Vertrauens schaffen für junge Menschen, die solch einen Ort sonst nicht haben. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, diese Vision ist nicht mehr so aktuell. Also ich habe damals was anderes im Sinn gehabt. Ich finde, ich habe das ganz gut transformiert. Also ich mache jetzt gerade definitiv das, wovon ich geträumt habe, aber dass ich nur das damals noch nicht auf diese Art und Worte fassen konnte. Dieser Vogel ist aber sehr wegweisend für mich und der hängt mir sehr am Herzen und der darf ins Skizzenbuch. Das Bild
darf tatsächlich weg. Das ist aus einer, in einer Reihe entstanden an Bildern. Da hängen einige davon an der Wand. Dieses hier hat es nie an die Wand geschafft und das wird den Grund haben, warum es das nicht geschafft hat. Das Bild kommt sowas von an die Wand. Das hier habe ich mal für ein Video gemacht. Kann ich mal da oben verlinken. Das ist ein ganz cooles Video, wo es um Alltagsgegenstände geht und wie man daraus sich kreativ inspirieren lassen kann, um dann von dem Alltagsgegenstand aus in einen künstlerischen Prozess zu kommen. Ich hatte hier so eine Tube Kleber, um was ganz Banales, Einfaches zu nehmen. Das ist jetzt gemacht, das ist Geschichte, das kann weg. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich finde das spannend, das Bild. Das ist spannend. Ich weiß nicht, ob es an die Wand darf. Ich möchte es aber auch erstmal behalten, weil ich es cool finde. Ich mag das sehr gerne, das Bild. Das darf an die Wand. Das Bild ist, finde ich, noch nicht fertig. Da möchte ich Affen reinmalen und Tiere und das kommt zu den Bildern, wo ich nächste Woche reinmalen möchte. Das Bild. Eigentlich schade, das ist ein Keilrahmen und das ist kein fertiges Bild. Ich habe aber auch nicht den Impuls, noch mal reinzumalen. Vielleicht kann ich es weiß übermalen. Ich lege es mal zu den Bildern. Und da muss ich wirklich konsequent sein, also, weil nicht, dass ich mir dann hinterher denke, ja, es ist ein Keilrahmen, das ist ja zu schade zum Wegwerfen. Nee, wenn ich nicht mehr reinmale, dann muss es auch weg. Dann muss es weg. Das hier. Das ist mal in einem Creative Morning Coffee entstanden. Aber es kann auch weg. Das Bild in der Schwangerschaft entstanden. Ich finde, das sieht man auch total. Das sieht aus wie so ein Kürbis von innen und dann hier so ein, wie so ein Schwangerbauch auch. Also in der Schwangerschaft, als ich Bilder gemalt habe, sah alles irgendwie aus wie Frucht, wie gebärfreudig. Und ja, auf jeden Fall möchte ich das hier behalten, weil es eine schöne Erinnerung ist. Und ich finde, es ist sogar auch so schön, dass es an die Wand darf. Das mag ich sehr gerne, das Bild. Es kommt ins Skizzenbuch. Das ist das Bild, wo ich diese Schichttechnik in dem Video mal erklärt habe. Ist eigentlich auch nie fertig geworden, aber ich merke, das steckt so viel Arbeit drin. Ich würde es gerne noch weitermalen und das lege ich auch mal zu den Bildern, die ich weitermalen möchte. Das ist nur so ein Testzettel mal gewesen. Hier auch, kann auch weg. Das Bild ist mal im Rahmen der Baumbild-Challenge geworden, entstanden, auf Instagram. Da hatte ich mal so in einer Meditation das Bild von so einem ganz, ganz bunten Garten bekommen mit so einem leuchtenden Baum auf einem Berg. Und das Bild darf aber gehen, mag ich sehr, aber das darf ruhig in dem Block bleiben. Das zählt ja als Skizzenbuch eigentlich. Ist so ein Block, den man mal durchblättern kann, wo Wohlfühlbilder reinkommen können. Tue ich mal zu den Bildern, die ins Skizzenbuch dürfen. Das kann weg, das ist auch Baumbild-Challenge. Das war mal eine Malmeditation, dieses Rot und dieses Blau. Ist beides innerhalb von 4 Wochen entstanden. So viele Schichten sind da drauf und immer eine Stunde drauf gemalt. Immer eine Schicht noch drauf. Genau, das möchte ich gerne behalten. Skizzenbuch, Müll, unsicher. Ich möchte sagen, es soll an die Wand, weil ich das technisch sehr mag, das Bild. Ich finde, das ist mir gelungen. Aber ich verbinde nicht wirklich was mit diesem Bild. Eventuell eher Skizzenbuch. Skizzenbuch. Ähnliches Gefühl. Genau wie das. Das ist auch von der Baumbild-Challenge. Da kann ich mich noch mega an die Meditation erinnern damals. Das möchte ich gerne ins Skizzenbuch packen. Das muss an die Wand. Das habe ich gemeinsam mit meinem Mann gemalt, als dialogisches Malen. Hier oben gemalt und er hier unten. Wir haben uns irgendwo in der Mitte getroffen und haben ein gemeinsames Motiv entstehen lassen. Das war ein sehr, sehr, sehr schöner Moment und ich mag das Bild auch sehr und ich finde, das gehört absolut an die Wand. Das nehme ich mir seit Jahren vor, dass ich das mal kolorieren möchte. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sehen kann in der Kamera. Das ist eine Zeichnung. Ich habe da mal morgens irgendwann beim Aufstehen meinen Mann gezeichnet, während er noch ein Smartphone geguckt hat. Ich möchte es gerne immer noch anmalen, auch wenn das schon so total zerknüttelt ist. Und, aber die Aufgabe ist ja zu spüren, ob die Dinge noch Freude bringen, ob sie einem Freude schenken, wenn man sie in der Hand hält. Mir schenkt dieses Bild Freude, weil es eine schöne Erinnerung ist. Und ich lege es mal zu den Bildern, die noch bearbeitet werden möchten. Das hier allerdings kann weg. Mit jedem Bild verbinde ich was, habe ich eine Erinnerung. Ich muss nur reinspüren, wie stark die ist und wie wichtig. Das kann weg. Das hing ewig an der Wand, im Flur irgendwo. Und es hat mich ewig geärgert, dass es da hängt, weil ich, dem verbinde ich eigentlich nichts. Außer, dass mein allererstes YouTube-Video, glaube ich, damit entstanden ist. In diesem Bild. Oder in dem Video ist dieses Bild entstanden, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das Bild selber,
Je länger ich es angucke, ist es natürlich anders, weil dann schaltet sich die Kunsttherapeutin ein. Und dann kann ich mich ja natürlich mit allem positiv verbinden. Und irgendwie macht mir das Bild auch Freude, auf eine Art und Weise. Ah, dass ich jetzt nicht so lange angucken dürfen. Ich tue es auf den Skizzenbuchstapel. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich verlinke mal da oben das Video mit Veronika Dovka. Das ist ein Interview, also wir führen dann ein ganz langes, schönes Gespräch und am Ende machen wir gemeinsam eine Kreativaufgabe, also eine kreative Idee von ihr setzen wir um, wo wir uns selber Postkarten basteln und das ist meine und die habe ich mir dann sogar per Post geschickt und das ist eine super schöne Erinnerung und das darf ins Skizzenbuch unbedingt. Ich mache die Karte auch sehr gerne. Das weiß ich nicht mehr, ich mag das Bild, aber es kann weg. Doch, das weiß ich noch, das war auch eine kunsttherapeutische Übung in einem Video, glaube ich. Genau wie das hier. Kann auch sein, dass das auf Instagram was war. Ich würde gerne sagen, dass das Bild mir Freude macht, aber ich finde, da darf noch reingemalt werden. Ich finde, das Bild ist nicht fertig und das kommt auf den Stapel. Ich darf nicht zu viele auf diesen Stapel tun, weil meine Challenge ist ja, dass ich diese Bilder innerhalb einer Woche bearbeiten muss. Sagen wir 2 Wochen, weil es werden gerade immer mehr. Innerhalb von 2 Wochen. Und wenn ich es dann nicht getan habe, müssen sie wandern in den Müll. Dann weg. Das hier war mein erster Online-Outsole Club. Damals habe ich noch selber mitgemalt. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich habe, glaube ich, Angst, zu unkonzentriert zu sein und dass mir dann irgendwas durch die Lappen geht. Gerade online. Ich möchte die Leute gut genug wahrnehmen können. Da steht auch was Schönes. Eine schöne Botschaft an mich selber hinten drauf, ist aber zu persönlich und das darf ich behalten, das möchte ich gerne behalten, aber im Skizzenbuch, nicht an der Wand. Das kann weg. Das ist das Bild aus dem Luftmalen-Video. Das ist noch nicht fertig. Ja? Ist das fertig? Ja, wenn man einen Rahmen drum machen würde, hätte das was und das wäre auch schön an der Wand. Also es ist sehr reduziert. Aber irgendwie sagt mir das Bild, dass es fertig ist. Höchstens halt ein Rahmen, ein brauner Rahmen oder so. Das darf an die Wand, das ist total schön. Das war mal ein Versuch eines Selbstporträts. Mein Mann hat gesagt, ich habe mir da 10 Kilo mehr geschenkt. Man hört dich im Hintergrund. Ja, ich weiß. Ich mag das Bild trotzdem. Ich weiß, ich habe mich da auch nicht so gut getroffen. Aber ich finde, ich habe da eine sehr sympathische, schöne Person gemalt. Das war schön. Vielleicht darf das sogar an die Wand. Ich mag das wirklich gerne. Ich finde, das hat Wertschätzung verdient, dieses Bild. Das kann weg. Das war mal aus dem Creative Morning. Nee, aus dem Video. Ich weiß nicht mehr, welches Video. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, in dem Bild fehlt auch noch was. Ich würde da auch gerne da noch Gold reinmachen oder so. Und ja, ich tue das auf den zu bearbeiten Stapel. Kennt ihr diesen Kettenbrief, der mal rumging mit den 21 Tagen Fülle von, wie heißt der, Deepak Chopra, glaube ich? Da war eine Aufgabe, dass man sich ganz, ganz viel Geld malen soll, dass man ganz, ganz viel Geld manifestiert. Und ich habe ganz viele 500-Euro-Scheine gemalt weil und Goldmünzen, weil es bringt ja nichts, wenn ich ganz viele 10-Euro-Scheine malen, das ist ja immer noch nicht viel Geld. Ich habe ganz viele 500-Euro-Scheine gemalt. Ist das an die Wand? Ja, kannst du. Du würdest ein Bündel davon malen müssen, oder? Ich habe noch aus dem Buch The Magic so ein Check an die Bank von der Bank des Universums, wo ich 1 Million Euro draufgeschrieben habe. Neben diesem Check kommt dieses Bild, das rahmen wir ein. Geld ist nicht alles auf der Welt. Das Wichtigste auf dieser Welt ist nun mal Geld, trotzdem. Hat Bela B. schon gesagt vor über 20 Jahren oder so. Das hat mir ein Kind geschenkt und das möchte ich sehr gerne behalten. Und ich finde, das darf an die Wand, weil es total das schöne Bild ist. Es ist ein total toller, schöner, energetischer Baum. Das darf ins Skizzenbuch. Das ist damals auch in der Planung meiner Selbstständigkeit entstanden. Das war so eine Aufgabe in so einem Kurs. Steht Reflexion, Intuition, Humor und Empathie. Das ist nämlich das, was ihr bei mir bekommt. Das habe ich damals mir erarbeitet. Also man sollte da aufschreiben in so einer Blume, was einen ausmacht, was man den Menschen mit auf den Weg gibt, was die Arbeit, die man macht, ausmacht. Genau, und das ist bei mir das. Ja, das ist der Humor, das ist, dass ich sehr reflektiert bin oder auch zur Reflexion anrege, Intuition anrege und auch selber sehr intuitiv bin und ja eben die Empathie mit sich selber, die ich in den Menschen anrege, aber auch die Empathie, die ich den Menschen gegenüber mitbringe und dementsprechend auch die passenden Farben zu nennen. Ich verhedder mich. Ich verliere den Faden. Ich sortiere weiter. Also das kommt ins Skizzenbuch. Das ist eine wunderschöne Blume. Das Bild ist nicht fertig.
Aber es lädt mich gerade auch nicht ein, das weiterzumalen. Ich muss es ganz ehrlich sein. Ich muss es ganz ehrlich sagen, das ist mir das weg. Das ist auch in dem Rahmen entstanden. Nach dieser Blume habe ich dann selber was entworfen. Das war meine erste Logo-Idee, was ich dann wieder verworfen habe. Ich finde es aber wunderschön. Ich finde das da an die Wand, das ist total cool. Wow, hinter diesem Bild steht eine total schöne Vision, die mir gar nicht mehr so bewusst war. Aber wenn ich mich damit gerade verbinde, ist es eine total wunderschöne Idee. Ich wollte nämlich gerne mal einen Kunst- und Kunsttherapiehof mit Gemüseanbau und sowas irgendwann mal machen, wo man auch übernachten kann. Das ist noch so eine Lebensvision, das ist ein Traum. Und dieses Bild habe ich mal in einer Therapie gemalt. Auf diesem Blatt habe ich der Person gezeigt, wie man die Aquarellfarben verwendet. Und das ist schon total ausgeblichen, weil es schon halt super alt ist. Und es kommt in Skizzen. Oh, ist das schön. Ich mag es so gerne. Es kommt in Skizzenbuch, aber es ist mir sehr, sehr heilig. Das ist sehr, sehr heilig. Das ist der zweite Schmetterling zu dem ersten, zu dem anderen. Oder das ist der erste, der andere ist der zweite. Der hat weniger Gold. Der hier hat mich zu dem anderen hingebracht, deswegen darf der jetzt gehen und der andere darf da bleiben. Darf weg. Das darf weg. Ha, das war mal auch ein, das ist auch ein sehr tolles Video. Ich glaube, die Abendroutine war das. Kreative Abendroutine. So schön, es hat so Spaß gemacht, das zu machen. Das darf ein Skizzenbuch. Damals wollte ich mal andere Farben benutzen als sonst. Aber ich mag diese Formen so gerne. Ich mag das Bild so super gern. Irgendwie hat es absolut was, es soll aber weder ein Skizzenbuch noch an die Wand. Ich möchte es aber auch nicht wegschmeißen. Möchte es jemand haben von euch? Ich verschenke das. Wenn das jemandem irgendwie zusagt und das jemand anspricht, dann schenke ich dir dieses Bild. Das kann weg, das spricht nicht mit mir. Das war's, glaube ich. Ich finde, das ist eine gute Stelle, das Video zu beenden. Ich mache euch gleich einen Cut. Und dann seht ihr, wie diese Ecke hier aussieht mit neuen hängenden Bildern. Sauber, ordentlich. Meine Skulpturen, die da auf dem Schreibtisch stehen, die sortiere ich noch in das ordentliche Regal ein. Ich habe ganz viel aussortiert nach dieser KonMari-Methode, wie ich es vorhin erklärt habe. Also ich habe hineingespürt in die Sachen, ob sie mir noch Freude bringen. Manche Sachen habe ich behalten, weil es einfach dumm wäre, die wegzuschmeißen. Man braucht halt einen Anspitzer, auch wenn er halt keine Freude einbringt, wenn man ihn anguckt, weil es kein besonderer Anspitzer ist. Aber solange, wie ich noch keinen besonderen Anspitzer habe, mir Freude schenkt, behalte ich den alten. Weißt du, was ich sagen will? Ich sortiere hier gleich noch meine Unterlagen, die kann ich euch nicht zeigen. Es ist auch weniger spannend für euch. Deswegen mache ich jetzt den Cut und ihr seht meine neue Atelier-Kunstecke. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du mich abonniert hast. Wenn du noch nicht, dann klick da gerne mal auf Abonnieren und auch auf die Glocke, denn ich bin immer noch ein recht kleiner Kanal. Und wenn du mitbekommen möchtest, wann ein neues Video kommt, ist die Glocke mega wichtig. Mach's gut und bis bald. Wir sehen uns. So, ihr Lieben, es fühlt sich so, so gut an. Ich habe hier einen Riesensack, also es ist wirklich, ich kann es gar nicht anheben. Es ist ein ganzer blauer Sack. Ihr kennt diese blauen Säcke. Und ich hätte niemals gedacht, dass hier an diesem Ort so viel Zeug ist, dass ich überhaupt einen blauen Sack füllen kann. Der blaue Sack passt schon fast gar nicht mehr. Also der läuft schon total über. Ich bräuchte eigentlich noch einen und ich könnte eigentlich noch ein bisschen aussortieren sogar. Ich lasse es jetzt aber erstmal dabei. Für jetzt habe ich mir überlegt, anstatt Krempel kommt in diese Fächer. Also die sind jetzt minimal gefüllt. Also da sind nur zwei Sachen drin.
Da werde ich Pflanzen reinpacken. Im nächsten Video werdet ihr da auf jeden Fall Pflanzen sehen. Rankenpflanzen oder kleine Kakteen oder so. Und das ganze Bild hier wird insgesamt nochmal viel schöner werden. Und ich freue mich so sehr. Was sagt ihr zu meiner Bilderwand? Ich habe sie ein bisschen heller gemacht. Ich habe dieses große dunkle Bild weggenommen und stattdessen zwei helle Bilder hingehängt. Und ich denke, dass sich das trotzdem auch nochmal weiter verändern wird. Also da könnt ihr auch gerne gespannt sein. Ja. Wie hat dir das Video gefallen und habe ich dich motivieren können, bei dir vielleicht auch mal ein bisschen auszumisten und da vielleicht auch die Marie Kondo-Methode zu nutzen, indem du guckst, was dir Freude bringt und was nicht und alles, was dir keine Freude mehr bringt oder was du lange nicht benutzt hast und dir auch keine Freude bringt, einfach wegzuschmeißen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir so geht und ob du auch so eine Chaos-Queen bist wie ich. Ich habe so viele Sachen wieder gefunden. Ich habe gedacht, ich habe keinen Ton mehr. Ich habe einfach gedacht, ich habe keinen Ton mehr und deswegen habe ich eine Videoidee, die ich seit Ewigkeiten machen wollte, bestimmt jetzt schon dreimal aufgeschoben, weil ich nicht extra nach Dortmund fahren wollte in mein Atelier, jetzt in der Lockdown-Zeit, weil ich eigentlich gerade alles von zu Hause aus mache. Die Outsole-Clubs, die Einzelbegleitungen, das ist ja alles gerade über Zoom, ist ja alles gerade online, im Atelier ist ja gerade nichts. Ich wollte nicht extra dahin fahren und deswegen habe ich es aufgeschoben, weil ich dachte, ich hätte keinen Ton mehr. Und das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Das ist eigentlich ziemlich peinlich. Aber ich bin wirklich froh, das jetzt angepackt zu haben am Jahresanfang. Und ich bin guter Dinge, dass diese Ordnung auf jeden Fall gehalten wird, weil sie hat jetzt ein System. Weiß ich auf jeden Fall auch, was ich habe und wo es ist. Fühlt sich mega, mega gut. Die ganzen Energiefresser sind jetzt in diesem blauen Sack. Und die werden jetzt auch ganz entsorgt. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann fließt die Kreativität hoffentlich ein bisschen besser hier. Jetzt wird sie nirgendwo mehr gebremst und dann komme ich mit ganz vielen tollen neuen Videos. Tschüss!